Bitte? Warum? Ja, warum? Das ist einfach so. Ich würde es mal so sehen. Als Ort ist es noch gut, irgendwie, das warum. Und man fragt sich ja zeitweise schon selber auch, warum überhaupt, dass man einen warum fragt. Persönlich habe ich eigentlich aufgehört mit so Fragezeug. Ich habe gemerkt, ich fahre am besten, wenn man es einfach schädeln lässt. Vertrauen hat in Mitmenschen. Schaut, dass man niemandem das grobe Karren fährt und sie nicht zu viel ausfragt. Man kann zum Beispiel, habe ich gemerkt, die hatten ja auch Kinder früher. Und die haben immer gelöchert mit dem Warum. Und ich habe gemerkt, dass man Kinder gar nicht erziehen kann. Also jetzt beim letzten Buben, den ich hatte, der ist jetzt 21, sehr, sehr schlechter Befehlsempfänger. Er hat nie etwas geglaubt, was ich gesagt habe. Und ich habe ihm mal gesagt, eben mit 3 Jahren hat er mich das letzte Mal gefragt, warum das etwas so ist. Und dann habe ich gesagt, los, mir musst du nicht mehr fragen, ich weiß es sowieso nicht. Schau, dass du es selber herausfindest. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Wie viele Jahre müssen wir zurück bis zum Anfang? 80. 80? Ja, 32 Jahre lang. Aha. Du siehst aber jünger aus. Ja, schon. Also, Timmermann, das ist ein interessanter Name. Ja. Timmermann? Das habe ich extra gemacht. Weil früher habe ich ja Pablo Picasso geheißen, also richtig. Bin nicht doof mit Aufnahmen. Jetzt hat es aber schon einmal gegeben, der gleich heisst. Und dann habe ich gedacht, also dem sein Zeug finde ich nicht schlecht, aber ich musste mich etwas abgrenzen von dem. Und dann habe ich gedacht, ich nehme ganz den gewöhnlichsten Namen, den es gibt. Und das ist Zimmermann auf Holländisch. Und dann habe ich gedacht, das ist mir zu gewöhnlich. Es reicht mir nie mit dem, als Zimmermann reicht es mir nie zum Durchbruch. Und dann habe ich von den Eltern aus haben sie mich umtauft, als wir in die Deutschschweiz kamen. Also ich bin im Welschen zuerst auf die Welt gekommen. Dann nochmal in die Deutschschweiz. Aber dort dann richtig. Aber früher haben sie mir nachher François Pierre gesagt. Meine Eltern. Und nachher hat meine Mutter aber gesagt, das gefällt ihr nicht. Nein, sie wie eben Pablo Picasso getauft. Und nachher habe ich gemerkt, dass ich in Clinch komme und dann habe ich den Namen Zimmermann angegeben, also Zimmermann auf Holländisch. Und dann habe ich später herausgefunden, dass Zimmermann auf Holländisch, also Zimmermann auf Holländisch heisst auf Berndeutsch Zimmermann. Ja. Das ist ganz ein schlechter Name für einen Artist. Aber dann habe ich den Hadrat da, wo es weltweit webisch aufkam, habe ich den Hadrat da, dass wenn man mich googelt, dass niemand auf der ganzen Welt gleich heisst wie ich. Du bist also in der Westschweiz umeinanderturnet, als kleiner Hosenscheisser. Wo? In der Westschweiz, zuerst. Nein, das habe ich nicht raus. Aha. Ja, ich hatte rachitisch. Rachitisches Kind war, darum musste ich immer müssen. Zum Morgen schon Leben essen, Rauch und Blut trinken. Wegen der Rachitis. Und das gibt nachher so ganz wüste Augen. So. Dann hat meine Mutter mich nie auf die Straße gelassen. Dann eigentlich. Ich konnte auch nicht reden. Ich habe nicht gewusst, was Freude ist und was Leid ist. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst. Sie haben mich wie eingesperrt, meine Eltern. Bis wann? Bis 3. Dann bin ich ab. Mit 3-Jährigen. Dann ist es viel besser gegangen. Und dann habe ich schon angefangen zu arbeiten mit 3. Als Maler. Aber dann habe ich immer so Eingebungen zur Nacht. Und zwar habe ich immer geträumt, ich sei ein Engel. Und nachher habe ich das zu Papier gebracht.
habe ich zum Beispiel auch später, wenn ich Strafaufgabe hatte, der Schule, ich soll nicht stehlen oder ich soll nicht in das Ding pissen, also das Wandtafel-Ding unten, habe ich immer geschrieben, Engel, 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 Engel. Tausendmal Engel, und der Lehrer hat nichts sagen. Und dann konnte ich auch schweben. Plötzlich. Und dann habe ich nichts mehr anders gemacht als Engel gemalt. Und meine Mutter hat es nachher aufbewahrt und die Bilder wären heute viel, viel wert. Aber sie hat es versteckt. Von mir. Weil sie ist eine bestimmende Frau, meine Mutter. Sie hat einen schwarzen Gurt im Karate. Und sie tut noch heute, also wenn ich heimkomme, also sie ist tut links, links, rechts immer noch schwere Dinge. Und wenn du nicht blitzartig reagierst, also mit Abding und so, hast du eine voll einfach in die Fresse. Das ist ihre Begrüßung. Das prägt natürlich auch so etwas. Wenn man so überkommt, ja. Also zuerst nicht rausgelassen mit drei und dann einmal auf die Schnur bekommen. Und der Pflegevater, den ich eine Zeit hatte, der hat nachher auch auf die Schwester, auf mich, nicht mit dem Karabiner, der hat es noch Sturmgewehr gehabt, der hat dann, wenn wir nicht gefolgt haben, mit dem Karabiner auf uns geschossen. Mhm. Und das waren sehr schmerzhafte Erfahrungen gewesen. Ja, Erinnerungen. Und voll aus 3 Metern. Ja, das ist klar. Es tut so weh. Gut, es geht aber auch gerade durch. Es ist eine kurzweilige Sache von dem her. Nein, nicht. Bauchschutz eben nicht. Ah, was? Ja, das kann bis 3 Monate kann das wehtun. Bleibt stecken. Ja. Du, und deine Schwester, ist sie jünger oder älter? Bitte? Die Schwester ist jünger oder älter gewesen? Viel, viel jünger. Aber die ist wieder geheiratet. Trotz Bauchschuss. Ob sie ihn irren hat, hat er eben nie viel gemacht. Aber dann ist der richtige Vater wiedergekommen und er hat nachher gemerkt, was er macht und hat ihn rausgeschossen. Aber dann ist der Lehrer Grüter gekommen in mein Leben. Ja. Und dann habe ich heute noch, zu meinem Bestrafen, mache ich immer Geschichten, wo der Lehrer Grüter vorkommt. Und immer ist er die negative Person in meinen Geschichten. Wo ist der Lehrer Grüter domiziliert gsi? Lehrer Grüter war in Bern. Und der Lehrer Grüter hat mir mal so einen an Kessel geholt. Ich hatte gerade Ohrenblüte. Und dann bin ich heim. Interessiert es dich überhaupt? Ich würde nicht fragen. Dann bin ich heim zu meinem Vater. Und mein Vater hat nachher meinem Grossvater, der war Sozialist. Der Stunde. Der hat geholfen gründen. Er war Maschinenmeister in Leinenweberei Langenthal und hat nichts mehr gehört. Und dann haben sie durchgesetzt, dass man so Pfropfen bekommt, gehört Pfropfen. Und der Grossvater war nachher in der gleichen Partei wie der Lehrer Grüter, bei der Sozi. Und er hat nachher ihm, aber der, mein Grossvater war Chef von der Sozi. Und der Lehrer Grüter, der war unter ihm. In der Schule war er ober uns, aber dort war er unter uns. Und dann hat er mal zum Lehrer Grüter gesagt, wenn du noch einmal meinen Grossbub anlängst, fliegst du gleich aus der Partei. Und dann hat er nie mehr hat er uns etwas gemacht, der Lehrer Grüter. Aber er hat mir dazu beigetragen, dass ich nie etwas gelernt habe. Ich bin auch aus der Schule gekommen. In der 8. Klasse schon, ich war zu alt, ich war dort, glaube ich, schon 19. Und ich musste repetieren, wenn ich da aufpasst. Und das ist die Schuld, dass ich nie etwas gelernt habe. Als ich aus der Schule kam, konnte ich nicht schreiben und nicht mehr zeichnen. Und ich konnte, also rechnen ist gegangen, so weit, bis ich nachher kam und hey, nicht mehr mit Zahlen, nicht mehr plötzlich so mit Buchstaben. Algebra. Und das konnte ich nachher nicht können. Und nachher war es schwierig für die Berufswahl, einer, der gar nichts hatte. Und nachher hatte ich die kriminelle Phase noch etwas zu lang. Bis etwa. Ja, ich will das nicht übertreiben, aber ich hatte etwas lang.
Und dann hat die Jugendanwaltschaft gesagt, ich soll einen Beruf lehren. Und dann habe ich gesagt, ich würde so gerne zeichnen. Etwas, was ich zeichnen kann. Und dann musste ich einen Test machen. Dann habe ich gesagt, zeichnen gehe ich nicht. Aber was gehe ich? Ich bin Gärtner, Koch, Chemiefacher, Pflaster, also die, die Fräse machen, und Maurer und Bäck. Einfach alle Wengelberufe. Wenn du zeichnerisch gehst, gehst du nicht. Und dann musste ich eine Malerlehre machen. Dann musste ich im höchsten Hochhaus in Bern alle Türen grundieren. Das waren fast 1 Million Türen. Das habe ich grundiert. Und dann kam eines Tages der Chef. Und am Samstag mussten wir noch arbeiten. Herr Mosima kam mit dem weißen Schurz und dann hat der Zeigefinger gefällt. Und er hat immer den Schurz verkehrt, also den Kopf. Nein, das Loch. Das ist ja der Kopf nicht recht gehabt. Und dann hat er immer mit dem Finger so genästelt. Das hatte ich sowieso auf dem Wecker gehabt. Und dann ist er gekommen, wo ich hätte wollen, auf St. Petersinsel. Mit meinen Freunden, also Freundinnen. Ich bin immer auf St. Petersinsel. Ich gehe wild leben. Und dann ist er gekommen, am Nachmittag um 5 Uhr. Und dann hat er gesagt, das ist nichts, wenn ich das gemacht habe, die Türen grundiert. Dann hat er uns gesagt, wie man das richtig gemacht. Und dann hat er so den Bremsel genommen. Und dann hat er so im Ecke, so, also alles, was ich schon 100'000 Mal gemacht habe, hat mir nachher noch mal gezeigt, wie es geht und so. Und dann ist mit Krawatten in die Farbe gekommen. So. Das habe ich natürlich gesehen. Dann habe ich aber nichts gesehen. Dann hat er noch einfach Dings mit dem Finger, hat überall hat er Farbe gegeben. Aber ich habe nichts gesehen. Dann habe ich gesehen, ich streiche das Zeug halb an die Türen und so. Also eine gute Freundschaft hat sich dort entwickelt. Ja, bin ich wieder alles aufgeben, alles aufgeben, alles aufgeben. Und dann hat es du machst nie etwas fertig und so, fährst alles nur nimmer an. Und dann hat es mir gelangt. Soll ich noch weiter? Ja, ja, klar. Wir wollen jetzt wissen, wie einer Kunstmaler wird. Vielleicht nützt einem das etwas jetzt. Und nachher habe ich eine Lehre kennen mit einem Zelt. Und die haben Spatz oder so in die Zelt gehalten. Das ist ein blöder Name. Spatz. Und dann bin ich mit ihr ans Krebsenbächli runter. Das ist ihre... Halt, wie alt warst du da? Ja, einfach etwa 16, ja. So. Ja. Aber ich wollte immer Maler werden. Ich habe Bücher gelesen über das. Mir hat das gefallen, wie die Äther schnupfen. Und die Maler im Moment dazu saufen. Und hier ein Whiskyglas und dann rufen sie nach einem Joint. Also, das haben die ja gemacht früher. Ich bin Gassasauhung, ist immer voraus. Und der kann ihn nicht lernen kennen. Hat er ihm alles verkauft, dann hast du die ganze Horte hinten nach. Und dann gleich bei Gassa voraus, oder? Dann sind wir riesen Pfui gegangen. Hinter dann dachte ich, ich werde so einen. Und dann bin ich das Krebsenbächli, die Frau mitgenommen, sie musste das Zelt aufstellen. Er sagte, ich könne nicht mit meinem Rücken. Und so. Dann ist mir auch wieder das Zelt und diesen Tag habe ich ein bisschen gemalt. Und das wäre alles gut gegangen. Du hast dort unten geklebt? Du hast dort unten geklebt? Natürlich. Und die Frau war viel älter, etwa 10, 15 Jahre älter. Aber eine schöne, gute Beine, gut bauen. Und das hat mir gefallen. Dann habe ich dort Bäume gemacht mit ihr, in diesem Zelt. Dann hat es mal der Wildhüter gehört. Und dann hat er uns Heringe ausgerissen, so ein ganz gemeines Zeug. Und er hat gesagt, das sind Naturschutzdinge. Ich habe gefischt dort drin, eine Schleie. Und ich habe gesagt, etwas müssen wir leben. Bohem und so. Die sind ja sehr lecker Schleie. Ja, nein, das ist etwas Grüßiges, wenn man fischen kann. Guffelküsse, der ist hängen. So. Aber ich habe gefangen von denen. Aber im Naturschutzding und so. Nachher ist es auch wieder nicht recht, sie sind mal erwähnt. Sie sagt, ich soll fort. Also. Und diese Frau hat das auch gestunken. Sie sagt, du mit deinem blöden Bohemzeug und die Bilder sind seich, die du malst. Und, so. Und sie sind mir dann auch umgekippt. Und dann ist das Gras gefallen, wenn wir ein bisschen betrunken waren. Dann ist man noch reingestanden. Einfach nicht schön ausgesehen, die Bilder.
Und mir hat das gut gedacht. Das war so der Start. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mich irgendwie durchsetzen. Und dann mit eben die Frau von der Jugendanwaltschaft, das war eine Sitzreisin. Sitzreisin? Ja, die ist so am Tisch gekommen, grösser als ich. Und hat auf mich eingeredet. Und immer so den Vornamen gesagt, mir und so. Und dann, wie sie aufgestanden ist, ist sie gleich, also gleich so einfach so vorgelaufen. gleich gross, Sitzreisin. Und das hat mir noch gefallen, habe ich die angemacht und gefragt und so. Also, aber das darf die natürlich nicht, weil sonst hat sie nachher mit dem Untergebenen und so. Und dann gesagt, soll sie dem nochmal nachgehen, ich könnte nicht zeichnen und so, ich könnte sehr wohl zeichnen. Also, dann könnte ich Dekorateur lernen. Ne? Dann habe ich den Dekorateur gelernt, dann bin ich zum Löb gekommen. Und der Löb hat dann mal, wenn man ist Dekorateur war beim Löb, hat das irgendetwas gehalten oder so? Wir hatten nachher noch Schreis gehabt. Und das war so wie ein Fotografer oder so. Bei Dekorateur beim Löber. Mit so schönen Fenster gehabt. Und dann haben sie mich strafversetzt. Weil ich hatte mit dem Chef seine Frau. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin strafversetzt worden. Hat mir ein neues Geschäft aufgetan in Bethlehem. Dann bin ich der Chefdekorateur geworden. Innerhalb von 3 Monaten. Weil er gesagt, das sei ganz gemein, wir gehen nicht auf die Frau vom Chef los. Dann habe ich ihm gesagt, schau, ich bin Anarchist. Und für mich zählen die Gesetze nicht. Bei uns hat es immer geheißen, die Frauen der Freunde sind tabu. Und dann habe ich gesagt, das hat bei mir gar nicht gegolten. Und er war ja nicht richtig ein Freund. Er war auch nicht mein Freund, kommt noch dazu. Auf alle Fälle, das war gar nicht mein Freund. Dann ist verrückt worden. Auf alle Fälle hat er gesagt, jetzt gehen wir das Schaufenster anschauen nach Paris. Und dann sind wir auch gegangen, all die Dekorateure. Mit 3 Autos. In Brüssel. Und dann in Paris habe ich zuerst mal eine Gelbsucht eingefangen. Und mit so mit Schläuchen ist man zu den Mercedes rübergeholt. Das Ding, dass wir kein Benzingeld brauchen, wir hatten nicht so viel Geld. Dann habe ich Ding verwutscht, Benzin, dann bin ich mit der Gelbsucht rumgelaufen und die Leute haben ja Bogen gemacht um mich. Und dann habe ich das auskuriert, nach, was habe ich, etwa 4 Stunden. Und dann habe ich den Kollegen gesagt, wisst ihr was, ich kenne einen ganz guten Tätowierer in Paris. Und dann bin ich her. Mit diesen Freunden. Also zuerst habe ich geschaut, dass wir es etwas lustig haben, dass es eine lockere Stimmung ist. Und so. Und dann sind wir auch in das Tätowaschgeschäft-Ding hinein. Ich habe gesagt, ich hätte gerne eine Brille. Tätowiert? Ja. So eine gute Idee. Ja, aber ich sagte, ich darf nicht, weil wir dürfen nur bis zu den Ehren und zum Kragen. Dann habe ich keine Brille, aber ich habe sonst alles kribbeln. Und dann auf jeden Fall ist man daheim, dann weiß ich nicht mehr viel. Aber nach dem Tag darauf ist man nachher daheim, dann hat die nicht mehr mit mir geredet. Und dann ist rausgekommen, der eine war eine Scheidung gerade. Der hat nachher riesengross von seiner Ex-Frau den Namen da drauf gehabt. Der andere hat ein Hufeisen gehabt, oben. Das macht man ja auch nicht. Mit dem Familienwappen drauf und einem Namen von einem Freund. Jürg. Jörg mit so langen Nödöpfeln und so. Alles in Tätowier. Dann habe ich nur gehört, auf dem Heimfahren. Wie einer gesagt, du, aber kann man das wegmachen wieder? Ja, also von mir aus gesehen bringst du das nicht weg. Dann müsstest du ja bis, das geht bis unter. Das geht in die Fettschicht aber so. Ne? Mit mir haben sie nachher nichts mehr geredet. Und so. Dann ist es aber mit dem Löb auch nicht mehr gut gegangen. Und dann bin ich dann weiter. Ja, das war das letzte Mal. Ja, ich bin Theaterwaller. Gelehrt. Das habe ich auch noch gelehrt. Das war aber auch deine Welt. Ich meine, Theater ist ja wunderbar. Nein. Das hat mir nie gefallen. Weil ich war dann nicht geheiratet, weil ich in Postgasse gewohnt und das Stadttheater war gleich weiter oben. Dann bin ich immer zu spät gekommen, zu Boing. Und dann musste ich, es ist mir so teuer gekommen, dann musste ich beim Pariser Flaschen finnischer Wodka kaufen.
für den Maustallchef. So. Dann bin ich reingekommen und gesagt, Timmy, du Schweinehund! Und hat mich vor den anderen zusammengeschissen. Dann bin ich rein mit dem Wodka, beim Pariser musste ich den kaufen. Und wegen 10 Minuten spät, das hat schon gelangt, das war knallhart. Und dann ist er nach 5 Minuten reingekommen und gesagt, ich muss so tun, ich muss so tun. Ich sagte, ja, ist gekommen. Komm, mach auf! Ja. Der Wodka auf, mit dem so grosse Gläser, tack, hat man das ausgetrunken. Und nachher, der hatte so gerne noch Wodka, ich auch noch, weil es gibt auch keine Fahne. So bei den Büroschnaps. Und dann ist es auch etwa eine halbe Stunde gegangen und ich sagte, komm, hol noch einen. Dann bin ich wieder rüber, dann bin ich gerade mit zwei gekommen. Und dann durfte ich auch im Mausaal reinkommen. Und wir hatten den Mausaal, den Stübli, immer nachher gehabt, wie ein Saloon. Weil wir sind vom Zentral nebendran gewesen, ins Forum. Und dort ist John Wayne immer gelaufen und all die Lieblingsfilme und so. Dann haben wir uns vom Hund aus so angelebt wie Cowboyen. Also mit so hohen Stiefeln, mit Sporen dran und so Jeans und Waffending und so. So Guns hier und Cowboy-Hüte. So sind wir dann auch bei Kino. Und dann haben wir die Szene nachgespielt im Stadttheater. Und dann ist mal ein Müsli. Das Müsli hat sich verlaufen. Dann hat das einer gesehen von diesen Cowboy. Und gesagt, oh, look at here! Dann hat man gesagt, auch auf die Maus geschossen. Und dann ist das letzte etwa 3,5 Kilo. Das ist so voll gepumpt. Ja, das ist ja so. Also ich muss noch mal schnell zurück auf Kurate. Das ist aber echt bürgerlich, speisbürgerlich, oder? Nein, ja, ein paar Mal Kurate. Ah, wie oft? Eine Weiche. Hä? Wie oft? Drei. Drei Mal Kurate? Und wie viele Kinder sind aus deiner Beziehung? Das ist eine ganze Reiche genommen, weil die Mutter von denen hat mir mal gesagt, das Nese ein Loch im Schuh unten. Und wenn ich jetzt eins heirate und zeige, dass ich eben noch können, ein Jahr auf dem Beruf arbeiten, dann tue ich es mir nachher alles finanzieren. Und ich kann den Namen nicht sagen, aber sie ist gestorben. Aber die Frau lebt noch, die erste. Ja. Und die hat mich einmal erschlagen mit einem Markstein. Darum passe ich ein bisschen auf, was ich öffentlich sage. Aber die Schwiegermutter hat dann gesagt, wenn ich ein Jahr lang auf dem Beruf arbeite als Dekorateur, dann kann ich mich voll cash und dann kann ich das Leben lang malen, wie ich will. Hat das gestimmt? Hat nicht gestimmt, ist gelogen. Nein, sie hat mich angeschaut. Sie hat dann schon daran geglaubt, aber dann ist die Bude hops gegangen. Und dann bin ich eben dann, das ist dann, wo ich nachher im Löbli arbeite, wegen dem. Die zweite Frau? Das war eine Sopranistin, sehr gut gebaut, aber erst etwa 15 oder 15,5. Nein, wir müssen, aber die hatte noch einen Mann. Ein Studierter. Und das wäre mir alles gleich gewesen. Der hat uns als Nebenfrau genommen. Aber der hat Lambretta gefahren. Die Scheibe kann ich nicht ausstehen. Also Vespa und so geht man, aber Lambretta. Als Harley-Fahrer ist das dich schon dann, Höchststrafe? Ja, einfach Lambretta, Lambrusa. Das hat auch bei uns nicht geholfen. Das ist einfach so klein. Es ist etwas und nichts. Und so. Eine Vespa. Motorsakos wäre besser gewesen. Ja, das hat mir auch die alte BMW hat man dort umgebaut. So, ich und der hat nachher ein Ding gehabt und gesagt, du jetzt mal dem. Ja, aber ich lebe in einer Beziehung. Und ich gesagt, das weiß ich schon, Schatz. Aber jetzt tust du dem mal kommen, das ist ein Studierter. Da kann man intellektuell durch ihn mal etwas erklären. Ja, Mensch, dann gesagt, ja, dann ist der gekommen. Und nachher habe ich eben gesehen, dass er mit dem Lambretta kommt. Da habe ich noch nichts gesehen. Nein, weil ich mit bei Schura Rita, das ist so ein Restaurant in Tremona. Nein, bin ich mit dem dort ins Höfli. Und dann ist es etwa 3 Minuten gegangen. Dann habe ich ihm gesagt, eben, er sei gerne noch jung. Ich war dort 10 Jahre jünger, älter gewesen, als die 16-jährige Töchter. Dachte. Dann habe ich gesagt, du bist noch so jung und im Studium, das hast du sowieso nicht ablenken. Also sehr gut mit dem Gerät und so. Und jetzt nehme ich die Frau jetzt noch. Jetzt halt nicht mehr du. Jetzt nimmst du einfach den Wespen und geschießt, dann gehst du wieder. Und dort habe ich eben
so Oberarme und ein Leibchen so aufgelitzt und so mit dem geredet. Die Tätowierungen natürlich? Ja, nein. Das ist der mit der Lambretta, das ist der Foto, das hat man auch nie mehr gesehen. Dann habe ich eben sie gehabt, das ist 11 Jahre gegangen. Aha. 11 Jahre mit der gleichen Frau. Und die, da sind auch Kinder daraus entstanden, aus dieser Beziehung? Nein, aus dieser nicht. Okay. Aber sonst hat man früher einfach... Probt. Ja, man hatte ja nicht die Krankheiten, gehabt, so wie ihm hat abgeschreckt. Und Bern war eben so tolerant. Da hat es jemanden gegeben, dass der eine oder andere das Kind hat bekommen. Dann hat man mit dieser Frau, die hat ihm gesagt, es hat nicht gesagt, jetzt sind wir dann nicht mehr zu zweit. Und sie waren ja geheiratet gewesen, meistens, die Frauen. Nein, hat man einfach gesagt. Mir dünkt es am gescheitsten, das Kind, das für deinen Mann, und für dich selber und für mich sowieso, du drehst jetzt das Kind aus. Und es hat ja einen Vater. Und eine Mutter. Und meistens sind die Kinder, die fangen ja nachher an ihrem Vater gleichen, die Unehelichen. Mhm. Aber das hat nicht nur mal so gehabt. Das ist kreuzweise das Ding. Das war so lange mit dem Velo, wo ich in Holland gewohnt habe. Der Mann, das war eigentlich nicht eine Stelle, sondern wir sind an einen Ort hergefahren mit dem Velo. Und als wir zurückkamen, ist man gerade Gipfel kaufen. Oder die jungen Klaren oder etwas. Und als wir rauskamen, ist das Velo schon fort. Fort. Und dann mussten wir 4 Kilometer laufen, die ganze Zeit durch einen Haltepanzer raus oder so. Und dann hat man auch wieder eins genommen. Ist anders, ja. Ja, aber der andere nachher auch. Das ist irgendwie so. Und so ist es bei uns nachher auch gegangen, im Bernbieter. Also die Stadt Bern ist dann ziemlich offen gewesen. Einfach mit den Frauen? Ja, mit den Männern auch. Einfach ja. Alles. Ohne zu lügen. Wir haben einfach gar nichts gesagt. Hätte man nicht müssen lügen. Ja. Und dann hat sie die dritte Frau gegeben. Ich versuche einfach nur ein bisschen Ordnung reinzubringen. Die ist jetzt ganz gut. Die habe ich 30 Jahre. Aber sie ist eine Buddhistin. Mhm. Und ich steht natürlich über dem Zeug und mir, ich bin höchstens Zen-Buddhist, also so leid. Mhm. Aber sie zieht noch voll durch. Und aus dieser Beziehung sind eben die Kinder? Wie viele? Da habe ich einen. Eben den, der nicht folgt. Jawohl, 21. Und der ist spritzgescheit. Ja. Und wie macht sie es mit dir? Wie haltet ihr das aus? Das ist ja noch... Ich habe mich sehr gerne. Ich habe den Tag wieder gefragt. Wir haben nie probiert, uns zu ändern. Ich wohne auf dem Land, also wo man den Leuten noch grüßlich sagt. So. Dann habe ich mal, da uns so in Kirchen wohnen, machen selber so Spalier. Wenn die Hochzeit kommen, also zuerst die mit den Schindeln, die Horn raus, dann können wir die schützen. Dann haben sie noch Wischgabel in der Luft. Und zuletzt sind noch Hockeyspieler. Und dann muss man dort drinnen durchlaufen. Und dann gibt es so eine Saumode, dass sie ein Reis nehmen. So. Und dann tut man das so lange so anschießen. Aber jetzt zum Teil die sind auch so muskulös, die nehmen auch so Pappereis und so. Und das kochen dort? Ja, aber voll. Was? Und das Brötchen sieht auch mal aus wie Scharlachkrank. Oder so. Oder wie eine wüste Akne hat. Und so, wenn es durch das Spalier durchgeht. Dann war es auch ein bisschen tauber. Dann habe ich nur gehört, wie es zu ihrer Freundin sagt. Das ist der wie bei den Pfadfindern, bei der Taufe, das ja. Spiessrüten. Dann hat es nur gesagt, eben weil es verrückt ist, gleich, hat es gesagt, du kannst dann schauen, Veronique. Den bringe ich dann schon nachher. Und das war der Bräutigam. Also die Frau will eigentlich nichts anderes als den Mann so herbringen, wie sie es gerne hat. Und das geht auch über 3 Jahre. Und dann hat die Männer auf zu schweigen, weil sie keine Lampen wollen und Angst haben vor diesen Frauen. Und dann geht sie zur Veronika sagen, sie haben einen Schlappschwanz daheim. Einen, der... Kust. Ja, ein Kuster. So. Das weiß ich auch wieder nicht. Und das habe ich auch nie gemacht. Eigentlich mit keinem von meinen Partnerinnen, auch nicht mit meinen Freunden. Dass man jemanden ändern will. Also, das ist eigentlich fast ein bisschen ein Nah- und Eure-Nähe. Dass nachher jeder einfach seinen
Bedürfnis und seinen Sachen, die ihn interessiert, kann nachgehen kann. Wann war denn etwa der Durchbruch als Maler? Beim Endilien. Ja. Beim Endilien habe ich plötzlich hat er gesagt, also Meret Oppenheim war eine Freundin von mir in Bern. Die hat durch eine Haustür gewohnt. Und sie war eigentlich lesbisch, aber mit mir hat sie gleich zwischen ihnen haben wir sehr gute Dinge gehabt, auch am Morgen um 3 Uhr so. Dann hat sie mir mal in einem vertraulichen Moment hat sie mir gesagt, wo sie ein Null dran gehängt, ihres Zeug, hinten, sei es nachher ab, wie gepickt. Und nachher hat der Andy Ilien noch gesagt, eben, jetzt machen wir die Ausstellung. Das ist ein Galerist, muss man wissen. Andy ja, der Galerist war es eigentlich, früher, zu meiner Zeit. Und ich habe im Tessin gewohnt, im Tessin kann man keine Bilder verkaufen. Weil die haben immer meine Frau gefragt, was macht eigentlich die Mann? Dann hat sie gesagt, er ist Artista Pittore. Dann hat sie gesagt, ja schon, aber was arbeitet er? Und das hat man dann nicht gekannt. Und dann habe ich mal mit dem Ende immer über das geredet. Dann hat sie gesagt, ja das stimmt, sie hat recht, wir hängen das noch dran. Dann haben wir 25'000 Franken gekostet, dann 50'000. Und 60'000 und so, die Bilder. Kann mir jetzt nicht mehr zu tun geben. Und dann hat das ganze andere Klientel gegeben plötzlich. Und dann, wenn der eine gekauft hatte, hat der andere auch so etwas wollen. Und mit diesen Leuten konnte ich sehr gut. Und dann musste man immer in die Kronenhalle, man musste gleich zu vier essen. Und lauter so Zeug. Aber es war nicht der Weltmarkt, den habe ich vorher verdoppelt. Aber es ist einfach gut gegangen. Und dann hat man, also, am Samstag war die Ausstellung, am Donnerstag hat man ein bisschen Pour le Saint-Team und hat so ein Fläschchen aufgetan, etwas hergelegt, etwas Linnenlauch, einfach so, wie es etwa geht. Und, so. Und dann haben wir mal, bei der ersten Ausstellung, haben wir beim Herrenlauf hat er mir so oben eingehauen und gesagt, du, was meinst du, wie viel verkaufen wir echt überhaupt? Und dann habe ich aber es ist ja nervig, als mein Galerist mir so etwas zu fragen. Wir verkaufen alles, Menschen. Ja, wir verkaufen alles. Und es ist dann wirklich so gegangen. Und dann all die, ich kann da keinen Namen sagen, aber es hat ganz viele reiche Zürcher gehabt. Eben. Und die haben das Zeug nicht gekauft, aber es ist etwa 4 Jahre ist gut gegangen. Es sind alle ins Käfig gekommen, die meisten von diesen Zürchern. Es ist halt Milieu, aber das hat gut gezahlt, das Milieu. Und ich habe das immer noch sehr, sehr gerne. Es zieht mich auch an. Ich habe das gerne. Ist das gesund? Ist das gesund? Gesund? Gesund. Das Milieu? Ja. Ja, es ist einfach auf eine gewisse Art. Ist es noch so ehrlich aus, das Milieu? Du hast es Zeit. Ich musste nachher hören, weil es hat mal geklopft hinter im Taxi. Und auch, wo ich hinter schaue, es tönt, wie wenn man bei einer Henkeltasse den Henkel abreißt. Ein Ton, der mir nicht gefallen hat. Dann habe ich so hinter geschaut. Jetzt hat der Kollege, hat einen schwarzen Mann, der ist irgendwo von. Ich weiß nicht wo. Von Afrika gesehen so, hat er so eine Deringer ins Maul hineingeschoben. Und das, was ich auch gehört habe, war die Schaufel. Zehn, die rausgebrochen sind? Ja, das Schaufel. Mit der Pistole? Und das hat dann, es gibt dann so einen Ton. Aha. Und das war dann für mich das Zeichen gesehen. Dann habe ich im Taxi gesagt, steig aus. Dann hat er gesagt, ich kann hier nicht halten. Dann habe ich mir noch die Handbremse gezogen. Und bin raus und habe noch etwas hergelegt. Und, so. Und dann bin ich wieder zurück ins Tessin. Das ist auch noch ein gefährlich, die Handbremse ziehen, wenn ein anderer schon eine Pistole im Maul hat. Ja. Das finde ich jetzt noch mutig. Aber seitdem habe ich nie mehr etwas zu tun mit dem Milieu. Mhm. Du warst eine Zeit lang in der Forschung tätig. Sehr, ja. Chemische. Ich habe jetzt gerade den letzten Vernissage, einer von meinen Forscherkollegen, auch 70. Blendend Säge immer noch. Aber voll, der hat jetzt wieder ein neues Projekt, der hat eine Brille entwickelt, weil er kann selber nichts mehr nehmen kann, wegen dem Blutbild. Jetzt hat er eine Brille und ich kann sie anschliessen so, und dann tut es so, also,
blitzenfarbig so ins Deinen. Also man muss gar keine Drogen mehr nehmen, du hast einfach die Brille. Aber die Brille bringt dich nachher eben so weit wieder. Aha. In das Nirvana. Jetzt arbeitet er mit dieser Brille. Ich fragte, wie will ich probieren? Ich sagte, nein, ich will das nicht. So. Weil ich kann selber gar nichts mehr nehmen. Die haben so viele Backflashes und so. Das wäre einfach zu viel. Ich habe die Hände gelassen von dem. Ich nehme auch nichts mehr. Aber zeitlang hast du also in grösseren Quantitäten durch. Ja, aber geforscht. Hast du eine Art Dinner-Satellit daheim gehabt? Mit ja, geforscht immer. Um zu schauen, was es mal verleiden und für die Ebene zu bringen. Und was so. Hat es denn verleiden? Hat es etwas mögen verleiden? Bei mir? Ja. Ich habe einfach gesagt, wenn es Nacht ist, Lämpchen durchleuchtet. Hier höre ich auf. Das habe ich ja auch gemacht. Aber es ist für mich immer ein Salötli. Ivan. Der Körper hat es braucht. Also der Körper nicht. Das hat mich ja nie abhängig gemacht in dem Sinn. Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich so ein genehmes Telefon machen muss oder so, dann hat man auch etwas auf. Dann ist es gegangen wie geschnupft. Oder wenn man zur Bank hat müssen, gehen, irgendwie über einen größeren Vertrag verhandeln oder so, ist das natürlich Gold wert, oder? Mit ganz anderes Auftreten. Sie sind dann fast froh, wenn man draußen ist und schreiben das Zeug und so. Es tut irgendwie so ein bisschen töteln, oder ich weiß auch nicht was. Sie können einfach so. Ja. Es ist eigentlich alles zusammen nicht das, was ich sagen wollte. Sondern? Was willst du denn sagen? Ich wäre gerne ein bisschen. Privat worden. Von mir erzählt. Ja, jetzt erzählen wir mal etwas von dir. Das stimmt eigentlich. Jetzt haben wir nur immer von mir geredet. Nein, aber das macht ja das Interview eben aus. Das ist ein hin und her. Von sich. Von sich. Das ist gut, wenn der von sich fährt davon reden. Hat bei dir das Schreiben das Malen ersetzt? Hat bei dir das Schreiben das Malen ersetzt? Das Geschichten erfinden, das Geschichten schreiben? Nein. Das läuft parallel. Mal steht es heute immer noch. Also, es ist einfach etwas, was ich sehr gerne mache. Aber einfach kannst du lieber im Winter malen. Mhm. Im Hochsommer, das ist mir zu klebrig fast so, die Ölfarben. Das geht aber im Winter, wenn es so durch Michael Dingel, also Chet Baker, ja. Zur Malerei kann man hören oder so. Oder Mingus Charlie. Baker ist aber auch schon mit dem Rias Funkelgäste, der Grosse. Ja, habe auch gesehen, die Geier. Der war auch in der Forschung tätig. Der ja, aber die habe ich auch gesehen in Paris. Dann ist man nachher gefahren. Die berühmten Jazzmusiker mussten enorme Mengen von Alkohol und Drogen konsumieren, weil sie irgendwann mal in Stress gekommen sind, dass sie nicht reüssieren können. Dass sie zum Beispiel den Ansatz mit der Trompete nicht mehr so anbringen. Das weiss man, dass viele überhaupt... Ja, Kokain nicht mehr genommen, viel. Genau, viele Musiker haben das. Aber der Ansatz wird einfach gemeint. Sie haben gemeint, sie treffen den Ansatz. Ich habe noch heute Kollegen auf der Bühne stehen, die das meinen. Und das hört man einfach. Und dann hat es viele Musiker. Es ist ja nicht mehr so wie früher. Ich hatte ja auch eine Band, jetzt 10 Jahre oder 11 Jahre. Aber das, die sind auch, wie soll ich sagen, die sind ganz seriös. Die haben Familie daheim und die kochen auf dem Gas. Du bist ja seriös mit Familie. Hä? Du bist ja seriös mit Familie. Weißt du gar nicht. Hast du jetzt doch gerade erzählt. Aha, hast du das gesagt? Ja, Sohn, der ein schlechter Befehlsempfänger ist und so. Ja, das schon. Wir sind wenigstens einmal zusammen an den Tisch gesessen. Aber. Mhm. Nein, ich meine, es ist früher. Früher war es schon ein bisschen farbiger als die ganze Dinge. Und dann hat man auf diesen Reisen, wenn man Konzert ist, war mehr auch ein bisschen der Weg ist das Ziel. Man ist auch irgendwo angekommen. Dann hat man sich gefragt, was machen wir jetzt eigentlich? Dann sagt man, jetzt gehen wir auf die Bühne und man kann den Leuten Freude und so. Aber es ist eigentlich mehr, wie soll man dem sagen, nicht so um den Pudel selber, ist gar nicht nachher mehr so gegangen, sondern mehr um den Kern. Hat man nachher, also der Weg ist das Ziel. So. Das sind einfach die,
wo man mit dem Bus ist unterwegs war. Das war sehr lustig mit diesen Bussen und so. Und ist das eine Rentnerband gewesen, oder hat es vielleicht auch noch jüngere? Nein, auch viel jünger als ich. Es könnten auch meine Kinder sein. Und die sind eben auch viel erwachsener als ich. Das ist ja Qualität vielleicht, wenn man nicht so erwachsen ist. Nein, ja, im Reden so. Die sind einfach... Das ist alles so. Aber ich die sehr gerne. Das kannst du nachher auf sie zählen, natürlich. Auf dich kann man nicht zählen? Nein. Ehrlich? Wieso nicht? Nicht richtig. Ja, wenn es mir nicht drum ist und so. Dann ist schon so meine Mäckchen. Aber ich bin natürlich... wenn es um etwas geht, was ich will, wenn ich es gut finde, bin ich sehr seriös. Aber wenn sie probieren, so ein Ding, machst du da mit und so, dann habe ich vielleicht mal gesagt, ja. Und so, nachher kommt das Projekt nachher nie gut. Nie gut. Aber das habe ich bei mir. Sie haben mir ja, es war schon in der Rekrutenschule so bei mir. Ja, das geht ja gar nicht. Timmermann in der Rekrutenschule, das ist also ein Unbild. Ah. Ja, der hat es gemacht. Okay. Aber nachher wollte ich eben den Brigadier wollen. Und man hat ihn bei einem Haar bekommen. Wie einer kennt, der die Beziehungen hatte. Und wir ja, ich war ja mal in der Pfadfinder. Und weißt du, wie ich dann geheißen? Brigadier. Hätte ja gepasst. Hättest du gar nicht gross umschulen müssen. Und dann meinte ich, könnte das Ding auch. Weil ich merkte, der Pfarrer, der war nicht viel älter als ich. Und dem haben sie den Hauptmann geschenkt. Dann habe ich gesagt, ich sei nicht Pfarrer, aber ich kann sehr gute Geschichten erzählen. Und ich kann die Leute mobilisieren. All das kann ich auch gut befehlen und so. Und ich mache weiter, aber ich will den Brigadier geschenkt. Was ich auch völlig legitim finde eigentlich. Ist in Ordnung. Ja, die hat dann an mir nachher ein gutes Ding gehabt. Also vielleicht wäre ich noch in der Politik. Das Geschichten erzählen wäre im Prinzip die ideale Ausgangslage gewesen, ja. Wenn man so will. Wie entstehen denn die Geschichten? Also das erzähle ich, ist immer das Gleiche. Wie ein Spiel da, ja, zuerst habe ich die weiße Leinwand. Die lasse ich mittlerweile kommen. Jetzt bin ich arriviert. Früher hat man die selber aufgezogen mit so einer Zange. Dann habe ich die weiße Leinwand und dann tue ich bestelle ich gerade 80 gleiche Leinwände. Die kommen mit der Post. Dann schwitzt er und flucht er. Dann muss man die Satte rüber tun. Dann ist oben der eine Raum voll leere Leinwand. Dann nehme ich mir eine vorne und tue sie auf die Staffelei. Dann nehme ich mich Kreide und fange aufzeichnen. Oder wenn ich schreibe, habe ich jetzt den Computer. Und dann habe ich dort auch das leere das leere Blatt. Und dann mache ich zuerst die Namen. Schreibe zuerst, wie die Geschichte muss heissen, wegen dem Abspeichern. Logisch. Und dann muss ich wieder das halten. Und dann denke ich, jetzt nehme ich zwei Frauen und einen Mann, die zusammen irgendetwas machen. Und dann fange ich einfach an. Die Geschichte, weil ich kann nicht, dann gibt es einfach eine Geschichte daraus. Und beim Bild gibt es nachher einfach ein Bild daraus. Und dann fahre ich aber an, morgen um 7 Uhr. Und dann bis zur Tagesschau. Und dann gehe ich in die Tagesschau schauen. Und nach der Tagesschau gehe ich nochmal rauf. Und dann habe ich den Kunstlicht oben. Ein schönes Atelier im Söller vom alten 260-jährigen Bauernhaus. Bist du Kunstmaler in dem Fall, wenn du Kunstlicht hast? Ja. Und dann schaue ich es nochmal an. Also dann gehe ich nicht direkt ins Schaffelier, laufe ich drum herum. Dann habe ich es der Sede, nicht Buffet, wo man drauf hockt. Sofa. Richtig. Dann hocke ich da drauf. Dann schaue ich die Augen auf, schaue das Bild an. Und dann zu 98% finde ich es Hammer. Und dann habe ich Freude, ich habe doch wieder etwas gemacht. Und mit dem Schreiben geht es nachher genau gleich. Dann schreibe ich das Zeug, schreiben, und dann gehe ich auf die Bühne, und dann habe ich Publikum. Manchmal kommen mehr, manchmal weniger. Und dann denke ich, es so schön, wenn man das Knöchel herrühren kann, und wir sind daran anfangen.
Knäberle, dann hat man irgendwie ein gutes Gefühl. Warum malst du? Warum schreibst du? Sag ich, ja, weil ich das gut kann. Ich will das gerne machen. Weil es noch Geld gibt. Und ich etwas muss leben. Aber für das Bild gibt es ein bisschen mehr Geld als für eine Geschichte? Viel mehr. Aber es ist beides gleich lustig. Weil Geschichten kannst du eben nachher noch vorlesen. Und das tue ich so gerne. Hast du Geschichten, die auch mit den Bildern korrespondieren? Dass du ein Gemälde machst und nein, dazu Geschichten? Nein, ich wollte sagen, das mache ich eben extra nicht. Manchmal fahren wir mit dem Motorrad irgendein Land. Wir sind mal durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Von Chicago nach der Prototype war. San Francisco. Dann haben wir einen Monat gemacht. Dann hat es immer Leute gegeben und gesagt, ja, aber du bist doch Maler. Jetzt kommen da doch Ideen und so. Das kannst du doch nachher umsetzen. Dann habe ich gesagt, ich tue doch nicht, wenn ich Motorrad fahre, an den Bildern oder an den Geschichten studieren. Dann tue ich doch einfach fahren. Ich mache das immer das, was ich im Moment mache. Das mache ich eben gerne ganz, wenn ich es gerne mache. Und es gibt doch nichts Schönes, wenn man sagen ich das, also wenn man irgendwie drei Pässe gefahren. Und dann kommt eine Ebene, und dann kommt nochmal ein Pass. Und dann gehst du am Abend um 12 Uhr ins Bett im Hotel. Und dann gehst du das nochmal durch. Und dann merkst du, hey Mann, du bist die ganze Strecke gefahren, ohne einen Fehler, ohne einen komischen Moment. So. Das ist eben der Zehn für mich nachher. Also das lässt schädeln. Das Floaten einfach so. Eine Art Meditationshilfe. Ja, aber so tue ich auch mit der Malerei. Und mir geht nachher während dem Malen so viel durch den Kopf. Ich habe ein Bild, das ich vor 40 Jahren gemalt habe, gehe ich zu jemandem heim. Und es hängt dort. Dann sehe ich zum Beispiel einen Ellbogen. Dann schaue ich das an. Dann weiß ich genau, als ich den Ellbogen gemalt habe, weiß ich, wer ist ins Atelier reingekommen, was haben wir dann zusammen geredet. Also muss man mir doch nicht sagen, das hat nur den Wert von Leinwand und von Farbe. Es sind ja immens, wie wir das überhäuschen. Da tue ich doch etwas wie eine Mutter in einem Geburtstagskuchen. Ob sie jetzt leise Teig nimmt, sind die genau gleichen Zutaten. Aber der, der sich nettet und an ihren Bub denkt, wo er so viel Ärger und Elend hat, hergemacht, dann gibt sie doch ihre volle Mutterliebe in das Zeug rein. Und so ist das bei der Malerei ja, dass ich nachher später noch weiss, was ich sehe. Also ist doch etwas von mir wie diesem Bild drin. Darum, weil ich ja immer ein glücklicher Mensch bin, will ich nie malen, wenn ich es tief habe. Darum sind die Bilder, die ich nachher habe und bei den Leuten in der Wohnung hänge, diese Leute sind auch glücklich. Das ist wie ein Schmiedefeuer anschauen. Von einem Schmiedefeuer ist auch nicht Lampen. Und vor einem Zimmermannbild hat noch nie jemand Krach gehabt oder eine Scheidung oder so etwas. Sehr speziell, sehr speziell. Und die Bilder weggeben. Hä? Die Bilder weggeben. Weißt du, jemandem verkaufen das Bild. Du gibst es ja weg. Ja, aber du gibst es ja weg. Ja, das ist ja dann gleich. Es interessiert mich einfach so lange, bis ich es gemacht habe. Aha. Nachher nicht mehr? Nein, dann bin ich wie ein Königsmaler. Jetzt sind die Porträts von den Leuen und Tigern und so in den Menschenkleidern sind diesen Weg gut gegangen. Mhm. Und dann fragt mich jemand, das ist schade, jetzt hätte ich mir das wollen. Und so sage ich, das macht doch nichts. Ich habe ja noch Düsseldorf. Dann kannst du sagen, wette dort noch einen? Dann sage ich, ja, aber das geht drei Wochen. Und dann arbeite ich mit Zikativ. Das kann ich ja hier sagen, dass es schön anzieht. Und dann schaut man mit dem Datum schauen. Und dann hat man schon wieder eins verkauft. Wenn sie sagen, das ist aber neu gemalt, sage ich, ja. Aber es klingt interessant, wenn ich für viele Jahre rede von Düsseldorf. Natürlich habe ich das noch gerade mal gemacht. Es ist ja nicht genau das Gleiche. Es ist ja genau gleich gut. Und je mehr dass man ein Objekt malt, je besser kann man es nachher. Und dann kannst du letztens auch ins Frieden sagen, hast du geflunkert? Dann sage ich, natürlich. Ich bin ein Flunker. Geschichtenverzähler? Ja, genau. Von was träumst denn du? Jetzt träume ich nicht mehr. Ich musste hören. Das war so ein Puff, immer, dass ich morgen wieder geschlagen war. Und dann ins Nest wieder und die Fortsetzung noch gerade so. Und mal, wenn ich träumte, hatte ich den Krampf im Bein. Das ist noch nicht so lange her. Im Hotel Rössli habe ich immer den gleichen Traum.
Früher hatte ich das auch gehabt. Ich immer träumte, dass ich auf der Weberbahn auf einem Biss war. Also, als ich getrunken habe. Und das war nie ein guter Traum. Das hat dann der Körper gemacht, das ist vorher erweckt. Aber jetzt hatte ich immer einen Traum gehabt. Ich kann dir das so sagen. Da habe ich geträumt, ey, der Wadenkrampf. Habe ich geträumt. Dann bin ich erwacht. Und weißt du, was habe ich gehabt? Weißt du was? Erzähl. Der Wadenkrampf. Also, das vermischt sich so. Dann muss ich aufstehen, rumlaufen. Aber jetzt habe ich vom Dr. Bitterli habe ich so lange weiße Dinge, die kann man die nehmen. Das ist voll. Und die Krämpfe lösen. Du bist voll im Test, in der Testphase. Nein, aber das ist gut. Das ist, ich weiß nicht, was es genau ist. Er macht die selber mit dem Messer. Ich sagte, die musst du mal probieren. Und ich sagte, kannst du die nicht farbig? Weil der Kapitän, ich gehe immer aufs Schiff. Und also dort lese ich die Geisterstunde meine Geschichte im Schiffskino, die Rock- und Blues-Cruise. Und dort ist ein Kapitän drauf, nicht der Schettino, der Angler. Und da bin ich mal gefragt, weil da gehen immer Leute her und sagen, ich muss immer kotzen auf dem Schiff. Ich sage, nein, ich muss nicht kotzen, weil das hat Stabilisator. Ich muss gleich, wird mir so elend. Das ist eine Dingkrankheit, sehr krank. Und dann kann man sagen, dann gehen doch mal zum Kapitän, der hat etwas. Dann gehen sie zum Kapitän, dürfen sie rauf, macht er etwas ab, kommen sie morgen und morgen um 10 Uhr. Und dann lassen sie sie warten. Das ist wahr, was ich zu erzählen. Es ist ja alles wahr, wie es ist. Und dann hat er eine Schatulle. Und die Schatulle hat so in einem Ding innen, dann tut er das auf. Zuerst holt er so einen grossen Schlüssel, dann tut er das auf. Und dann kommt der Schatulle, dann tut er das auf, dann ist noch einmal ein Druckchen da drin, dann tut er das auf. Und dann kann man das auftun und dann ist so ein Bild da drin. Ganz rot. Und dann kann man das nehmen, gibt er einem das mit beiden Händen. So wie du den Chinesen musst Ding übergeben. Wie sieht man den? Kunstwerk. Also übergibt es. Also mit viel Wertigkeit. Das, ja, dann müssen sie das essen. Dann sagt, müssen sie einen Moment abhocken. Dann macht er noch das Zeichen aufstehen. Dann sind sie nie mehr sehr krank. Jetzt ist das Ding Tic-Tac, das er mir gibt. Dann sage ich, wo ist denn das Viech? Von wo ist denn so rot? Dann hat er gesagt, er tut es dem Koch geben, zum Schiffskoch, dann tut es in die Rande. Also, da kann man auch. Du, wenn Lichterlöschen ist bei dir, was passiert dann? Daheim? Nein, überhaupt. Totale Licht. Ja. Ja, das habe ich schon so manchmal gemacht. Das ist für mich aber nichts mehr Neues. Die Sterberei. Also es ist jedes Mal ein bisschen anders natürlich. Ich bin so manchmal schon gestorben. So. Nein, das ist gar kein Problem. Aber da kann man ja... Soll ich das sagen? Man muss einfach die Zügel nicht aus der Hand geben. Das darfst du gar nicht. Im Moment, wo du merkst, was dich nimmt. Das ist ja der, also das Glauer, oder? So, wupp, dann bist du wieder da, dann fährt es einfach für... Also die letzte Mal, wo wir sind, dann fährt es so. Bist wieder da und dann sagt plötzlich jemand, irgendeine Ehefrau sagt, lass doch gehen, ist alles in Ordnung da daheim. Nachher willst du noch sagen, es geht mir doch nicht um das, sieh mir nicht um Nerven, aber du kannst nichts mehr sagen. Und dann habe ich eben dort, habe ich das letzte Mal wieder die Wadenkrämpfe gehabt, während du sterben. So ein Scheiß. Aber sonst ist es einfach ein Rutschen. Also, ja. Moment. Ich werde das jemand noch gefragt. Also. Aber ich werde ja 93. Das mal. Ich kann das ziemlich steuern. Einfach mit dem Programm, das ich noch habe. Weil früher habe ich mein Leben, wie soll ich sagen, ein bisschen müßig angegangen. Eigentlich. Und jetzt hole ich noch so kleine und so. Jetzt gelingt es mir auch. Jetzt habe ich auch den Altersbonus. Jetzt kann ich zum Beispiel das, was ich heute erzähle. Wenn ich das mit 20 hat erzählt, hat man abgebrochen und gesagt, so können wir gehen, hör du. Aber jetzt der Altersbonus. Also ich habe zum noch ganz schnell, ich habe vor 50 Jahren bin ich in Bern vor dem Bundeshaus auf einer Harasse
gestanden. Und dann war der Profumo-Skandal, weiß nicht, ob das die Leute noch wissen, mit der Christine Kieler. Die ist immer viel Blutzen verkehrt auf einem Stuhl gekocht, dass man nicht recht hat gesehen, was es ist. Aber man hat vermutet, dass sie nichts da hat. Und die ist nachher mit dem der hat mich einfach durch, der Profumo. Und sie ist dann gleich Zeug ausplaudern und so. Chanel-Nutten. Und dann hat mich das durch. Dann bin ich vor das Bundeshaus auf einem Harassli und habe das gesagt. Ich wollte die Leute sehen, ich komme von der Arbeit. Und dann geht es 5 Minuten. Dann ist mir aber dann die hat so Tricks gerade da reingedrückt. Und dann ist ihm hinten so etwas gemacht. Dann konnte er nicht mehr lüpfen können vom Moment daheim. Und immer gerade auf den Waisenhausposten. Wenn ich heute das Gleiche mache, dann mache ich ein Wett. Ich erzähle genau das Gleiche, nehme wieder mein Harassli, dann kommt die Telebären. Also heute kommt das Fernsehen und dann ist die Polizei gekommen, hat ihn abgeführt. Ich meine, das ist eben das vom Altersbonus und so. Du kannst genau das Gleiche eigentlich nochmal sagen. Du brauchst gar keine Fortschritte zu machen in deinem Leben. Du brauchst gar nicht irgendwie etwas anstreben. Du musst einfach herkommen und sagen, das, was ich erzähle, das stimmt. Ich schwöre. Oder so. Aber wenn das nicht stimmt, dann kannst du irgendetwas erzählen. Wem das nützt, weiß ich nicht. Aber es ist einfach so, auch in einem Interview sollte man sich ein bisschen wieder. Früher hat man aber gesagt, der Schinken am Zoll, der Italiener am Zoll. Einfach lachen, etwas erzählen. Aus nichts heraus gibt es nachher plötzlich etwas. Hier und da hast du nachher plötzlich eine Idee, wo du einflüssen kannst oder etwas Interessantes oder noch irgendetwas Ernsthaftes. Oder so. Weil, von so einem Gespräch, wie wir jetzt zusammengeführt haben, nimmt man höchstens einen Sturzgeiss daraus oder so etwas. So jener machen. Mhm. Das ist ein Sturzgeiss. Aber das ist jetzt das, was die Leute nachher nicht vergessen. Oder? Das vergisst man einfach nicht.